Hallo Leute, willkommen zum neuen Vlog. Ich habe mich rasiert wie so ein Anfänger und bin voll rot im Gesicht. Naja, wir gehen jetzt was Abendessen beim Italiener und dann geht's gleich zum DFB-Pokalspiel. Leverkusen gegen Stuttgart. Was tippst du? Ich hoffe keine Verlängerung, weil sonst wird's spät. Deswegen 3-1 Leverkusen. Wäre für mich okay, wären 4 Tore. Und wir hätten einen coolen Abend. Naja, jetzt gibt's was zu essen und dann gehen wir rüber. Sehr geiles Fußballspiel gewesen. Krass. 3-2 am Ende, Leverkusen noch gewonnen. Aus meiner Sicht auch verdient, wobei Stuttgart auch einfach brutalen Fußball spielt, Alter. Geil, dass ich da war, geil, dass wir da waren. Ihr seht schon, Stativ ist da. Ich mache mir jetzt auf den Weg zum Platz. Es werden wieder Reels, TikToks und so gefilmt. Und eigentlich genau wie letzte Woche, danach wieder Stürmertraining. Auf der einen Seite hat es natürlich Glück gebracht fürs Wochenende. Auf der anderen Seite gibt es mir auch ein sehr gutes Gefühl, weil ich einfach Routine kriege. Viele Abschlüsse in kurzer Zeit. Und ja, da fahre ich jetzt hin. Und ich hoffe, das Wetter spielt mit. Es fizzelt die ganze Zeit, aber scheiß drauf. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you jar. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you jar. I fucked up this Russell, okay, we hustle, but then what then? Oh my God. Ich habe wie auch immer den Tag gestern überstanden. Ich habe maximal schwere Beine. Wow. Aber ihr glaubt es nicht, ich bin auf dem Weg zur Dodo und mache gleich Beintraining. Auf schwere Beine, Beintraining. Ich werde gleich mal mit Dodo sprechen, was wir am besten machen. Aber ja, dafür bin ich ja bei ihm, dass er das anpasst. Er will ja auch immer wissen, wie es mir geht, was die Beine machen. Deswegen, wir werden das gleich schon anpassen. Ich komme nur etwas zu spät. Ja, ärgert mich selbst. Ich bin eigentlich ein sehr pünktlicher Mensch. Ging aber gerade nicht anders. Schauen wir mal, welchen Spruch ich gleich dafür bekomme. Dodo, was geht? Was geht? Ich habe sehr schwere Beine. Wir haben 2 Tage vorm Spiel. Nehmen wir heute das Training als Beispiel auch an so einem Tag Krafttraining zu betreiben? Ja, sicher. Wir machen genau das, damit du besser wirst beim Spielen. Was machen wir denn heute? Was macht man an so einem Tag? Wir werden dich so ein bisschen durchbewegen, ne? Das Gewebe ein bisschen in Wallung bringen. Dann werden wir mehr den Fokus auf Schnelligkeit legen, ein bisschen Kraftimpulse setzen. So ein Kram halt. Okay, cool. Also Leute, nur weil 2 Tage vorm Spiel ist, ihr müde seid, müsst ihr nicht auf der Couch liegen. Ne? Ihr könnt auch was machen. Ich spreche den Mann so aus der Seele. Firepower in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. Make it right every wrong, and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Beast in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted to smoke. If you know, then you know. Suited up, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches were soldiers of made. Wieder einmal geschafft. Vamos. Ich fühle mich jetzt schon irgendwie, auch wenn ich platt jetzt direkt nach dem Training bin, so von der Mobilität und von den Gelenken her, besser als vor dem Training. Keine Ahnung, wie der Quatschkopf hat jedes Mal schafft.
Aber gut, ich bin auch nicht ohne Grund immer hier. Ich gehe jetzt duschen und später zu Hause muss ich Reels von gestern schneiden, den Vlog hier schon mal schneiden, damit ich am Wochenende nicht so viel habe. Und dann habe ich noch Training später. Ja, und dann ist der Tag schon wieder rum und voll. Aber geil, ich fühle mich gut. Ich hoffe, ihr euch auch. Buongiorno, wir haben Matchday, 11.50 Uhr und wir haben 13 Grad und Sonne. Herrlich. Man könnte sagen, es könnte nicht besser sein. Das Problem ist, der Platz ist in einem katastrophalen Zustand. Das wird eine richtige Schlammschlacht heute, um euch schon mal vorzuwarnen. Wir spielen gegen Türkspor Dortmund, die sind auf dem 4. Tabellenplatz, also eine sehr gute, fußballerische, starke Mannschaft. Ja, ich bin sehr gespannt, was das heute gibt. Also der Platz gibt nicht so viel her, aber wir werden mal sehen, was wir daraus zaubern. Und ja, deswegen fahre ich jetzt zum Treffpunkt. Wir essen dann noch was mit der Mannschaft. Dann gibt es Videoanalyse und dann starten wir rein ins Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß. Spiel hier gegen Türkspor Dortmund. Ich sehe nach wie vor müde aus, irgendwie immer, wenn ich das Spiel kommentiere. Liegt daran, dass wir 7 Uhr morgens haben. Aber ich freue mich trotzdem, das Spiel zu kommentieren. Wir spielen gegen Türkspor Dortmund. Die stehen auf Tabellenplatz 5, wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt. Und wir nach wie vor auf Platz 18. Aber Leute, wenn wir heute einen Dreier holen, seht ihr es, was wir für Sprünge machen könnten und klettern könnten. Das ist natürlich absolut unser Ansporn. Und wir haben es aber mit Türkspor, glaube ich, so mit der spielstärksten Mannschaft in der Liga zu tun, die den Ball laufen lässt, wenn der Platz es hergibt. Und da haben wir nämlich das nächste Problem. Der Platz gibt es heute absolut nicht her. Der ist in einem katastrophalen Zustand. Ihr seht es gleich, es wird von Spielminute zu Spielminute einfach schlimmer. Am Anfang beim Aufwärmen konnte man noch irgendwie gutes Passspiel machen. Am Ende war es einfach nur noch ein Gepöle. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Wir starten jetzt rein ins Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß. Bevor das Spiel startet, lasst gerne ein Like auf diesem Video da und abonniert den Channel. Ich würde mich über 4000 Likes extrem freuen. Deswegen jetzt viel Spaß beim Video. Wir laufen jetzt ein von der anderen Seite wie sonst, also nicht mehr durch den Tunnel. Liegt daran, dass halt Baustelle im Stadion ist. Aber die kommen echt gut voran. Hier ist unsere Startaufstellung. Lübke im Tor, Schumacher, Freddy, Kami, die Viererkette. Dann das Zentrum, Eddie und Fili, Nico davor. Rechts Captain Ader, links Umut und vorne bin ich drin. Also nur auf einer Position, nämlich hinten links. Ausgewechselt zu letzter Woche. Und ja, ihr seht schon, das Stadion wird immer fertiger, also die kommen da echt richtig gut voran. Wir gehen nochmal kurz zu den Fans, waren echt einige da. Vielen Dank für die Unterstützung, auch nicht selbstverständlich im Abstiegskampf, richtig geil. Und dann starten wir rein ins Spiel, ich stoße an in der ersten Minute. Und ich muss sagen, die Anfangsphase gehörte wirklich Türkspor, die haben es richtig stark gemacht am Anfang. Kommen jetzt hier das erste Mal nach vorne über die Außen und bringen jetzt den Ball nach vorne. Und der Stürmer segelt unter der Flanke her und kann den Ball nicht gefährlich aufs Tor bringen. Und ja, in der 4. Minute genau das gleiche eigentlich wieder. Tanken sich durch über außen und dann klären wir hier zur Ecke. Also die Außen war auf jeden Fall immer Türkspors Mittel. Aber hier seht ihr es jetzt, zack, Ball verspringt. Die leichtesten technischen Sachen wurden auf jeden Fall zur Herausforderung auf dem Platz. Das war geisteskrank. Und wie gesagt, Türkspor am Anfang ein bisschen besser im Spiel. Kommen jetzt in der 7. Minute wieder über außen nach vorne, bringen den Ball hier in die Mitte und dann hat Lübke den Ball im Nachfassen und wird hier noch getroffen, konnte aber ganz normal weiterspielen. Also war nichts Schlimmes und ja, für uns halt ein bisschen blöd, nicht so gut ins Spiel reinzukommen, aber ich finde, dafür standen wir immer noch stabil. Ich habe jetzt meine erste Aktion, leite den Ball auf Nico weiter und Nico will den Ball jetzt auf Umut spielen und ihr seht, wo die Bälle zum Teil hingeflogen sind, das ist Wahnsinn. Und ja, 13. Minute, Kami macht hier den Einwurf. Ich lege jetzt auf Ader ab und Ader tankt sich durch und nimmt jetzt hier dann den Freistoß mit. Und wir sind so langsam immer mehr ins Spiel reingekommen. 13. Minute jetzt hier und in der 14. Minute wieder eine Aktion hier von uns. Morris schlägt den Ball lang, sehr guter Diago. Und Kami will direkt durch auf Ader legen. Das war eine richtig geile Aktion und gut gedacht von Kami. Und jetzt haben wir hier den Eckball, aber hier nochmal in der Zeitlupe. Wenn Kami den ein Stück weiter nach vorne spielt, haben wir eigentlich eine richtig starke Torchance. Jetzt hier die Ecke direkt im Anschluss. Ader bringt den Ball rein. Er wird zuerst geklärt. Fili geht aber nach. Und die ganze Aktion bleibt gefährlich. Bringt den Ball vorne rein. Und dann kommt er irgendwie durch und Freddy kommt an den Ball. Sieht erstmal nicht so spektakulär aus. Ich zeige es euch aber nochmal. Hier kommt der lange Ball rein. Und ja, Freddy rechnet natürlich gar nicht damit, dass der Ball irgendwie zu ihm kommt. Deswegen echt gefährlich, hätte das Ganze werden können.
Jetzt wieder auf der Gegenseite. Türkspor hat hier den Ball. Nico erobert erst den Ball, hat ein bisschen Streit, spielt den Ball aber dann zu Philly. Und Philly raus auf Ada und Ada will direkt auf mich vorne durch. Der Verteidiger macht aber einen Fehler und ich bin quasi durch. Will den Ball direkt nehmen und dann tickt der auf diesem scheiß Rasen so blöd, dass ich nochmal einen Kontakt machen muss. Ich wollte eigentlich direkt den Ball aufs Tor bringen und ja, dann konnte ich ihn quasi nicht mehr rumziehen. Das ist richtig ärgerlich, hat mich sehr geärgert, weil ich auf jeden Fall einen Abschluss haben wollte, aufs Tor schießen wollte. Aber so ist es. 21. Minute, Freddy hat hinten den Ball. Groß Aufbauspiel gab es nicht. Deswegen direkt der Ball nach vorne zu mir. Gutes Zusammenspiel zwischen Nico und mir. Kami will jetzt hier den Ball nach vorne bringen und Türkspor klärt den Ball aber erstmal. Philly setzt sehr, sehr gut nach. Jetzt haben wir hier den Ball über Philly. Der bringt den Ball wieder in die Mitte und auch das wird gut wegverteidigt von Türkspor. Aber ihr merkt schon, Offensivszenen kamen bei uns jetzt auch immer mehr. Und Türkspor treibt jetzt hier den Ball nach vorne, spielen hier gut, steil und direkt wieder nach außen. Und Freddy, muss man sagen, macht das jetzt hier einfach überragend. Richtig, richtig stark. Gut abgelaufen in der 22. Minute. Und ja, wir gehen 4 Minuten weiter nach vorne. Freistoß und Niklas hat erstmal den Ball, dann aber im Nachfassen nochmal komplett sicher zur Ecke geklärt. Sehr, sehr gute Strafraumbeherrschung von Lübke, richtig gut. Und ja, ich weiß, manchmal sieht es so ein bisschen aus, als wären wir die größten Anti-Fußballer, aber wir haben einfach Probleme mit dem Platz und das ist richtig stark gespielt von uns. Nico treibt den Ball auf die Abwehr zu, Umut hat den Ball und Umut schießt und... Junge, einen halben Meter neben das Tor, so bitter, hier seht ihr es nochmal in der Wiederholung, in der 30. Minute, es wäre so krass gewesen, hier in Führung zu gehen. Sehr, sehr ärgerlich, an einem guten Tag macht Umut den 100% rein, aber so ist es. Wir gehen weiter in die 34. Minute. Philly hat zuerst den Ballverlust, dann stochern wir ein bisschen rum und ja, jetzt kommt der Ball nach vorne und wir setzen aber nach, Umut macht das hier richtig stark, geht ins 1 gegen 2 und setzt sich hier gleich durch, zieht jetzt in die Mitte, das macht er sehr stark, ich unterstütze das Ganze und dann sind wir frei vorm Tor, aber Umut ist ja 1,5 Meter zu langsam bzw. zu spät und deswegen wird das Ganze nicht gefährlich, aber in derselben Minute treiben wir hier den Ball nach vorne über Kami rechte Seite und Kami sieht jetzt in der Mitte, dass er quer spielen kann, das macht er auch, Umut lässt durch und dann kommt Philly zum Schuss, Alter, der war so knapp, ich sehe es jetzt hier gleich in der Wiederholung, seht ihr es nochmal, hier wird geschossen und da hat, weiß ich nicht, wenn überhaupt ein halber Meter gefehlt. Und das auf dem Platz, wo der Ball nochmal hoppelt und verspringen kann und so. Eine Minute später erobern wir hier offensiv stark den Ball. Dann will ich direkt rüberspielen, kriege ihn aber nicht rum und dann wird der Ball geblockt. Natürlich direkt rüberspielen wäre optimal gewesen, aber ich habe den Ball nicht rumbekommen. Von daher ging es nicht. Und 4 Minuten später kommt Türkspor nach vorne, machen sie richtig stark. Aber der Stecker findet hier keinen Adressaten. Und ja, somit wird es nicht gefährlich für uns, aber... Hier geht es direkt weiter, 38. Minute, Türkspor wieder durchs Zentrum und wir haben erstmal den Ball, setzen hier nochmal nach, Eddie auch den Ball, aber ey, es sind so viele Stockfehler, es ist so ein schlechtes Fußballspiel technisch gewesen. Türkspor macht es aber gut über die linke Seite, bringt jetzt hier den Ball rein und dann wird Freddy gefoult vom Stürmer. Das sind alles so Szenen gewesen, Freunde, ich bin euch ehrlich, da hätte alles passieren können, von ich bleibe im Rasen hängen bis ich schieße den Ball irgendwie ins eigene Tor, Wahnsinn. 41. Minute, Ada verlängert super den Ball und jetzt durch die Kameras sieht man es nicht so richtig. Ich werde aber vorne gefoult, wir haben aber zum Glück nochmal die andere Perspektive. Hier sehr ungestüm, rennt er einfach in mich rein. Ich nehme dankend den Freistoß mit und den zeige ich euch jetzt auch. Schuh bringt nämlich den Ball rein und dann verlängere ich den Ball. Und ich dachte im Spiel, der wäre viel knapper. Er ging jetzt schon ein ganzes Stück neben das Tor, aber lange Ecke wurde anvisiert. Ja, und der Ball geht nicht rein. Wir sind jetzt hier in der Halbzeit und ich muss sagen, wir sind deutlich besser ins Spiel dann reingekommen nach 15, 20 Minuten. Aber was ist das denn? Was ist das für ein Geläuf hier, auf dem wir gespielt haben? Absolut Wahnsinn. Aber wir stehen 0-0 zur Halbzeit und für uns, glaube ich, echt positiv, weil Türkspor nicht ungefährlich offensiv ist. Die sind oft durchgebrochen über außen, wo Tore hätten fallen können. Deswegen für uns 0-0 hier zur Halbzeit auf jeden Fall gut. Aber da war auf jeden Fall mehr drin. Deswegen starten wir jetzt rein in die zweite. Jo, so sieht es aus. 46. Minute. Türkspor stößt an und spielt direkt hier mal offensiv in den Raum rein. Denkt man, kappen dann aber ab und spielen nochmal hinten rum und bauen ganz in Ruhe das Spiel auf. Und wir starten jetzt in der 49. Minute rein. Türkspor kommt durchs Zentrum, machen das hier eigentlich echt stark und schießen dann aus der zweiten Reihe. Und auch hier, finde ich, sieht man, dass der Ball vorm Abschluss so leicht hoppelt und somit übers Tor geht. Türkspor jetzt hier mit der Ecke in der 52. Eddie bekommt hier den Ball und macht sehr gut, schlägt den Ball nicht einfach weg, sondern verlagert hier die Seite. Und dann haben wir über außen Philly den Ball
Und auch hier, wir sind vorne im 2 gegen 1. Wenn der Ball ankommt, ist es so geil. Aber der Ball, ihr könnt es euch gerne nochmal angucken, er hoppelt einfach, bevor man den Ball spielt und wird somit unberechenbar. Von daher gar kein Vorwurf an Philly. Und ja, deswegen sehr, sehr ärgerlich. Schuh macht das jetzt hier aber stark und rutscht hier auch weg. Der Ball war beim Außen, es gibt Einwurf für uns. Sehr, sehr gut gemacht. 52. Minute immer noch, kommt der Ball nach vorne auf mich. Ich lasse auf Umut klatschen und Umut spielt jetzt raus auf Nico. Nico ist quasi kurz vorm 16er Platz, legt sich den Ball vorbei und wird dann gelegt. Und der Schiri macht nichts. Der Schiri macht nichts. Ich stand unten links. Ich dachte, safe Elfmeter. Wir gucken aus dieser Szene nochmal. Und Freunde, ich bitte euch, was ist das denn? Der Linienrichter hatte so eine gute Sicht. Ich mach's hier nochmal langsamer. Wow. Wow, wie man das nicht sehen kann. Da fährt sogar die Feuerwehr los hier. Geisteskrank. Was ist das denn? 52 Minuten, wir kriegen einen glasklaren Elfer nicht. Plus 6 Minuten später muss Nico ausgewechselt werden, weil er einen dicken Knöchel hatte wegen der Aktion. Also wirklich super, super schlecht gesehen von beiden Schiedsrichtern. Der eine stand da, der andere da. Sowas muss man sehen, das ist für mich keine Kleinigkeit. 60 Minuten kommt Türkspor nach vorne und schießt hier gegen das Lattenkreuz. Da hatten wir auf jeden Fall Glück. Und Umut treibt jetzt hier den Ball nach vorne, legt sich ein bisschen zu weit vor und legt dann mal einen Spieler, sieht man von Umut auch nicht oft und kriegt jetzt hier gelb dafür. Eine Minute später kommt Türkspor nach vorne, kommt hier zum Kopfball und der Ball ist drin. Allerdings abseits und Freunde, auch hier muss ich sagen, wo ist das abseits? Das ist niemals abseits meiner Meinung nach. Ja, der Ball ist aber im Tor, der Schiri hebt die Fahne, Glück für uns. Und dann war nach 65 Minuten das Spiel für mich vorbei. Echt nicht lang gespielt, muss ich sagen, 65 Minuten, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie anstrengend das auf dem Untergrund war, die ganzen Tiefenläufe, Pressing zu betreiben. Von daher war ich gut platt und 66 Minuten macht Schuss hier sehr, sehr stark. Wir haben zuerst den Ball, dann doch nicht und dann klärt Morra aber. Und ja, das war wirklich, wirklich gefährlich. Ihr seht, wie viele Strafraumaktionen unkontrolliert hier sind, wo man nicht weiß, wer hat als nächstes den Ball. Türkspor in der 67. Minute mit der Ecke kurz ausgespielt, bringt den Ball jetzt in die Mitte und das war für Türkspor für mich, finde ich, also die krasseste Aktion bisher. Und ja, 72. wieder sinnbildlich, zack, will den Ball nach vorne spielen und rechts ins Ausgeschossen. Kein Vorwurf hier, geht gar nicht. Deswegen jetzt hier weiter für uns nach vorne. 73. Der Ball ist eigentlich weg, Umut setzt aber super nach, das macht er richtig stark jedes Mal. Und somit erzwingen wir hier den Fehlpass. Philly dribbelt auf die Kette zu, lässt einen aussteigen und will dann auch noch gegen den zweiten. Und das ist dann ein bisschen zu viel. Aber gute Offensivaktion von Philly. Freut mich immer, wenn er mutig ist und da durchgeht als 19-Jähriger noch sehr jung. Und hier genau das gleiche wieder. Sehr, sehr stark von ihm. Und hier, finde ich, muss er den Ball irgendwie schaffen, ins Zentrum zu bringen, verliert hier den Ball wieder. Türkspor jetzt hier den Freistoß vorne, bringt den Ball nach vorne und dann sieht es erstmal relativ ungefährlich aus, weil Schuh jetzt ein richtig geiles Tackling auspackt. Türkspor bleibt aber am Ball, zieht in den 16er und dann ist es richtig gut verteidigt von uns und Eddie und Morre laufen den Spieler sehr, sehr gut ab. Türkspor kommt aber wieder nach vorne in der 83. Sieht für mich nach Abseits aus, ich hatte aber keine Möglichkeit, es nachzugucken. Bringt den Ball nach vorne und wieder ist es ein Kopfball, der richtig knapp ist. Also wir hatten kopfballtechnisch, was das betrifft, echt Glück. Jetzt macht Slow hier richtig stark, der eingewechselt wurde für mich. Dribbelt hier am IV vorbei und hat gleich die Übersicht, stoppt den Ball ab und spielt rüber auf Abid. Und Abid macht es richtig gut, stoppt auch nochmal ab und sieht im Rückraum Berko. Und Berko schießt den Ball übers Tor. Alter, wir wären in der 90. Minute einfach in Führung gegangen. Und das war es noch nicht, Freunde. 90. plus 3. Hat der Torwart hinten den Ball und macht jetzt diesen fatalen Fehler, spielt auf Berko zurück und Berko verstolpert den Ball und der Ball geht nicht ins Tor. Alter, ihr seht es jetzt hier gleich nochmal in der anderen Perspektive, richtig stark von Jamal gemacht und dann, ja, es ist so ärgerlich, 93. Minute hier 1-0 in Führung zu gehen, wir wären alle durchgedreht. Das Spiel ist jetzt in der 95. Minute vorbei. Hätte man mir vor dem Spiel gesagt, dass wir hier einen Punkt holen, hätte ich das mit Kusshand angenommen. Ich finde jetzt, wenn man sich die letzten beiden Szenen anguckt, ist es fast ärgerlich, hier nur einen Punkt mitzunehmen. Aber Freunde, das habe ich direkt nach dem Spiel noch deutlicher gesagt. Ich finde, mit mehr Abstand zum Spiel, muss man wirklich sagen, müssen wir mit diesem Punkt zufrieden sein. Den Punkt mitnehmen, wenn man sich die Tabelle anguckt, klettern wir somit einen Platz hoch auf Platz 17 und haben jetzt aus zwei Spielen in der Rückrunde 4 Punkte geholt.
und den einen Punkt gegen den fünften Tabellenplatz. Also man muss echt die Kirche im Dorf lassen und die Rückrunde startet echt ordentlich für uns. Wenn es so weitergeht, glaube ich, sind wir nicht mehr so lange unten im Keller drin. Aber trotzdem, was ein Spiel auf einem absolut beschissenen Platz. Ich weiß ja nicht, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr jede Woche auf so einem Platz spielt und ich mich hier viel zu weit aus dem Fenster lehne. Aber es war wirklich fast unbespielbar und ja, richtig bodenlos. deswegen, ich weiß nicht, wir haben nächste Woche schon wieder ein Heimspiel. Ob wir das spielen können auf dem Platz, weiß ich noch nicht. Wenn ihr up-to-date bleiben wollt, dann folgt mir auf Instagram. Da werdet ihr immer sehen, ob Spiele stattfinden oder nicht. Deswegen tut das und viel Erfolg euch bei euren Spielen. Bleibt sportlich. Bis nächste Woche. Haut rein. Ciao, ciao.